Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu Kingdom and Castles und mir, eurem Zigro. Heute auch die Info, wie beim Mega-Aquarium-Spiel. Ich bin umgezogen und bin nun erstmal anzufinden und anzutreffen in Hamburg. Ja, das hat einiges an Energie gekostet, wird auch noch ein bisschen dauern. Das heißt, es werden nicht so viele Videos kommen, wie ihr vorher erwartet habt. Es kann sich etwas reduzieren. Und so auch bei Kingdom Castles, welches sich, zu eurem Bedauern, denke ich mal, langsam dem Ende nähert. Dem Ende dieser Let's Play Staffel. Das heißt, wir haben sehr viel erreicht in dem Let's Play. Wie ihr seht, haben wir hier sehr viel vollgebaut, haben rausgekriegt, wie es mit den unterschiedlichen Nationen funktioniert und sehen heute folglich die letzte Folge dieser Staffel. Liegt doch ein bisschen daran, dass ich etwas die Projekte einschränken muss tatsächlich, aber ich hoffe, es stört euch nicht und ihr hattet bis heute sehr viel Spaß mit dieser schnieken Staffel von Kingdom and Castles. Wir bauen jetzt diesen gesamten Bereich hier aus. Also ich mache einmal die Mauer dicker. Also nicht dicker, höher. Kostet einiges an Steinen. Das ist klar. Ihr seht das hier. Wir erwarten in 9 Jahren erst den nächsten Drachenangriff. Also ich schätze mal, dass wir in der Folge diesen noch sehen. Habe ich die Türme habe ich ausgestellt, ja. Die Straßen sind gleich fertig. Alle. Ein bisschen Steine werden jetzt auch wieder produziert. Wir haben wahnsinnig viel Holz. Das müssten wir langsam mal loswerden. So. Wenn wir hier unten. Also ich werde das hier so machen. Das hier wird alles bewohnt. Das hier wird Nahrung. Und hier kommen so speziellere Gebäude auch hin. Das wird jetzt schon mal hochgebaut. Ach, was auch passiert ist beim Umzug, ist mir das HDMI-Kabel abgebrochen. Mir ist mein HDMI-Kabel abgebrochen, ja. Kabelbruch. Hier Grammatik, ne? 1 Einwohner. Ist wohl irgendwie passiert, stand lange still am vorherigen Schreibtisch. Jetzt mal wieder bewegt und zack, bumm. Nicht mehr heile. Nicht mehr funktioniert. Schade eigentlich.
passt irgendwie gerade alles so gut. Ich weiß auch nicht. Ob das so Zufall ist oder das Spiel mir einfach unter die Arme greifen will, wer weiß. Schön ist, wir haben Platz für 955. Da hoffe ich natürlich auf ein paar neue Einwohner. 923, jawohl. Und hier unten möchte ich dann auch noch ein Krankenhaus bauen, obwohl wir haben das hier, das sollte eigentlich reichen, oder? Aber was wir hier nicht haben, ist zum Beispiel eine Bibliothek. Wer kommt hier hin? Eine Kirche haben wir hier auch nicht, ne? Oh, das wäre teuer. Die kommt hier noch hin. Was kostet die Kirche? 85 Steine. Ja, die haben wir gleich. Ruhiges Plätzchen, auch nicht schlecht. Weit von den Straßen entfernt. Ja, das ist ja Quatsch. Ich finde das, man kann das echt gut anordnen hier, wenn man Kohle hat, dann geht das alles. So. Hier unten ist nicht ausgebaut. Mal gucken, ob ich das noch mache. Also ist der Bereich gleich auch fertig. Richtig gut. Wir haben 1115 Betten jetzt als Möglichkeit. Bin ich mal gespannt auf wir, wenn wir hier auch noch diese Häuser bauen. 25 noch on top. Also 1000 könnten wir haben. Ich finde, wir feiern mal ein paar Feste. Das haben sich die Bürger verdient. Haha, stark. Sind alle vollgebaut? Wow. Das war so nicht geplant. Ist noch die Mauer zu Ende? Hier Häuser rein, dann ist das hier alles fertig gebastelt. Nicht schlecht.
Hätte gedacht, dass es so schnell so schick wird. Da habe ich doch gleich mein Handy an. Und das passte jetzt einfach perfekt zusammen mit dem Fest. Welches ich ab... Also, das ist der Fest-Sound, Leute. Moderner Fest-Sound, sorry. Sorry, ich wollte das Handy eigentlich nicht anhaben. Mein Fehler. Doof. So, irgendwas setze ich jetzt hier unten noch hin. Irgendwas Schönes, irgendwas Kleines. Vielleicht auch noch ein Brunnen. Ach. Geht gar nicht, ja? Braucht eine Wasseranbindung. Verdammt. Da müssen da was an, muss da was anderes hin. Zwei Schatzkammern. Hä. Sehr gut. Okay. Irgendwie geht es gerade eigentlich nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wieso. Es wird immer irgendwas mit Nahrungsknappheit. Und dann ist das jetzt hier fertig. Wir schaffen es noch, einen Drachenangriff zu sehen. Ja, stopp. Ich depp. Moment. Dann können wir auch nur zurückschlagen, wenn wir Truppen haben. Den haben wir auch. Und die hier hinten werden hoffentlich jetzt von der Mauer zerschossen. Fliegt nicht so weit. Na gut, wir haben hier tatsächlich Brunnen. Den haben wir. Der andere, der haut ab. Dann hoffe ich aufs Löschen, vor allem dieser Gebäude. Ja, hat funktioniert. Sehr cool. Liegt vielleicht auch ein bisschen an der Brunnenbauweise. Das lassen wir nicht nochmal zu. Deswegen bauen wir jetzt etwas höhere Türme. Wo dann Balliste gleich raufkommen. Aber erstmal die Berufspriorität der Truppen runter. Sodass alles weitere auch produziert werden kann. Es funktioniert alles. Das ist sehr schön. Falls ihr euch fragt, warum ich das so gemacht habe, als ich dieses Let's Play angefangen habe, konnte man die Aquädukte noch nicht durch die Mauer bauen. Das konnte man erst später. So wie dieses Aquädukt das bestens präsentiert. So. Ja, Leute. Mensch. Eine lange Staffel, die jetzt leider aufgrund privater Sorgen erstmal beendet wird. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Freude daran, wie es so lief. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr dabei bleibt. Alle, die ich durch dieses Let's Play gewonnen habe, mögen doch bitte sich dann andere Videos anschauen. Ich, oh,
existiere nur im Grunde, weil es euch gibt. Was soll denn die Wolke hier? Verschwinde. Weil es euch gibt. Ohne euren Zuspruch, ohne eure Unterstützung gäbe es diesen Kanal nicht. Gäbe es auch nicht die Motivation für die Let's Plays, die immer, immer noch in mir schlummert und auch definitiv nicht aufhören wird, nicht verschwinden wird, auch wenn sie etwas weniger wird jetzt, aufgrund meiner gesamten privaten Änderung im Leben zurzeit. Ich hoffe, euch geht's gut und würde mich sehr freuen, euch bei weiteren Projekten wiederzusehen. Und jetzt macht, dass ihr wegkommt. Das war euer Ziegerau mit Kingdom Castles. Tschüss. The air.